Brauchst jetzt nicht, aber einfach so fahren. Ein bisschen Kohle reinzufahren. Ach, Inspiration anpassen. Ach du Schande. Und ja, dann hat Charles Madden. Der muss nicht Achtung. angepasst werden, ne? Genau. Der T22 hat eine Reichweite von 8,1. Und die Gate von mir, ich guck mal auf meine Reichweite für Torpedos, Reichweite von 7, nee, 8,7 habe ich Reichweite für Torpedos für mein Gate. Für deutsche Kreuzer Inspiration, welche hast du denn so? Bei mir als Kreuzer drin? Ja, bei den Karl Deutschen. von Müller. Ja, und dann Inspiration, einmal Norman Scott wegen Granatengruppierung, denke Ja, ich mal. Norman Scott habe ich drin, genau. Und dann habe ich noch zusätzliches Nikolai Kotschnedl, wie dieser Vogel Kuznets, heißt. ne? Der Ja. große, Ja, der Russe. und der ist ja auf Reichweite für die Hauptgeschütze, für Zerstör Kreuzer. Da erhöht die Reichweite der Haupt. Ja. Den habe ich jetzt auch ein bisschen aufgebaut. Ich habe 3,6% mehr Reichweite. Und meinen Ah, Captain da habe ich habe aus. ich 2,7. Ich habe aber auch bei mir mein KL von Müller. Da habe ich extra Brandwahrscheinlichkeit habe ich hochgeschraubt. Brandgranaten machen mir Schaden. Durchschlag. Ne? Großkaliber. Oder was wäre denn die? Durchschlags. Ne? Das mit mehr AP-Schaden habe ich drin, weil so habe ich letztes Mal auch mit einem meine Königsberg eine Dreifachzieher an einen anderen Kreuzer geschafft. Schön. Das tat weh. Ja, war Oder mit dem Frost. Zerstörer, Zitadelle bei Kreuzer. Ja, das habe ich auch, aber das schaffst du gut mit Russen oder mit den Amis. Die sind ja nicht torpedostark, aber ihre Geschütze sind ziemlich stark. Aha. Die da, so Deutsche und die Amis sind aber, die haben scheiß Torpedoreifer, das ist Fakt. Aber wenn du auf Artillerie gehst, auf Präzision und ein bisschen Schlagkraft, damit kannst du auch einen Kreuzer Zitadellen rücken. Ja, das ist anständig. Packst einen Rauch rein, Ja. gehst einen Rauch rein und dann, wenn ein anderes Schiff den aufhast, ist durch den Rauch, ballerst die ganze Zeit schon mal die Seite rein, weil du schon schnell schießen kannst und dann haust du die Zitadellen rein. Ja. Aber die sind ja nicht für Torpedos ausgelegt, die Amis. Zerstörer und Nee. Russen. Dafür ist die Reichweite so rotz. So, zwei Zerstörer, Vierer, Fünfer Match. Aha. Ja, das war entspannter. Okay, die haben einen Jaguar. Gate, Jaguar. Willst du hier auf der rechten Seite vorfahren oder willst du rüber zu unserer Base? Ich fahre ein bisschen rechts, gucken, was ich da aufmachen kann. Fahr bloß nicht nach, weil ich habe da ein bisschen. Ich kann mir ein bisschen tarnen. Gucken, was ich hier so aufmachen kann. Aber bleibt meine Mitte, kann sein, wenn auch garantiert ein Zerstörer einfach durch die Mitte brettern will und die Basis nimmt. Hatte ich so oft schon. Weil alle fahren links und rechts weg und dann wollen wir bei uns in Base drin. Ich fahre so einen kleinen Bogen hier um die Insel und dann fahre ich so ein bisschen vor die Basis rum. Gucken, was ich mache ja nur auf, und gucken, was so guckt. Ich fahre nur halbe Geschwindigkeit gerade, Ja, weil hier ist jetzt jetzt eine muss ich ja dicke erstmal Insel. drehen. Los. Da haben wir schon mal. Oh. Ist schon. SP. Der ist nicht ganz ohne. Ja, ist für mich in Reichweite. Na, Wann finde ich kommt auch. eigentlich die Deutschland mal? Oh. Da ist der Russe. Aber ich klopfe mal kurz am Graf Spee mal an und ich bin offen. Ist jetzt mal hier rauf. Da ist der Jaguar. Sehr gut. Ich lade gerade um auf Brand. Verrückt, jetzt hier auch von den Zerstörer. Bam, Treffer. Hatte gerade ein paar Aushebel. Der fährt auch Kamikaze-mäßig. Nächste Salve.
Und Und raus. oh, der ist auch voll im Torpedo rein. Oh oh, der Russe klopft an mir an. Aua. Der Kreuz ist aber weg da, oder? Nee. Nee, der klopft auch noch einmal an mir an. Ich fahr jetzt zu den Russen. Ich versuche den Russen wegzufangen für euch. Der Kreuzer, den. Ich versuch mal anzuzünden kurz. Ja, er brennt. Der fährt in meine Richtung eiskalt. Der dreht mich mal rein. Ja, warte mal, Jens ist weg neben mir, oder? Okay. Oh. Dabei. Heute ist noch Geburtstag. Gucken, was raus ist. Gucken, was rauskommt. Ich werde überraschend um die Ecke fahren und den Schlachter suchen. Ja, ich bin auch gerade in deiner Ecke. Hey yo, einmal nass. Da regnet es Geschosse. Da komme ich da um die Bergecke. Ja, komme ich. Kurz angetroffen. Jo, das sitzt alles. Was ein Bruch. Ich hab daneben gemacht. Der hat ordentlich eine gefressen. Hey, ich zünd ihn, ich will ihn gleich irgendwie hier so anzünden. Oh, da brennt er. Kann sie aber nicht ablöschen. Hey, ich versuche mich zu treffen. Jetzt schieße ich mit AP, weil der ist ja von der Seite weich. Oh Gott, ich hänge an der Insel fest. Oh Gott, komm wieder. Autsch. Habe ich noch Torpedos rausgeworfen? Nein, habe ich nicht. Schade. Ich war gerade fertig geworden. Wer hat dich geholt? Der Russe. Der Russe. Oh, aber er hat nicht mehr viel Gefühl. Der hat auch nichts. Emeralto. Da brennt er wieder. Drei Torpedos. Sauber. Oh, da hinten rollen Torpedos. Oh, bei uns an der Base, da tuckern die großen Schiffe. Ach, der Kreuz ist da. Also das mit meinem einem Torpedotreffer am Zerstörer, das war lucky. No. Hat's aber sehr erleichtert. Ja. Ah ja. Was meinen Sie denn? Wo ist der Kreuzer? Hinter der Insel. Ein Zerstörer von uns ist genau da. In der gegnerischen Base drin. Genau, den müsste er weg. Der muss weg, dann kann unser Zerstörer unsere Flagge irgendwo annehmen. Naja, ich habe aber gerade einen König vor mir. Ja, ich auch. Meine Kanonen drehen auch schon auf den. Der König wird ja aber schon penetriert von unseren Russen. Aber er muss ja mal treffen. Der Russe hat daneben gehauen. Und wieder daneben. Willi. Reali. Ah, der König brennt. Torpedos rollen. Ich versenke ihn vorher. Tut mir leid für deine Torpedos. Mach. Schade. Ach, schade. Ups. Da war ich mir ein bisschen zu sicher.
Okay, Russe. Er gehört dir. Mach. Torpedos rollen gut. Die sehen gut aus. Oh, sehr gut aus. Schwerer Treffer. Okay, König ist passé. Und, ah, schade. Ah, da hinten ist sogar. Aber Torpedos hätten getroffen, Korn. Ah ja. Emeralto. Batsch. Haben wir etwas raus? Meine Unterstützung fliegt. Ich hoffe, ich treffe. Ja, und Zitadelle. Ja, schön. Oh, das ist schöner Treffer. Wie viel Schaden hast du gemacht? 20, keine 12. Ahnung. 1000? Ja, 12 oder so, glaube ich. Oh, ist gut. Das heißt, wir haben nehmen mal die Hälfte von den Dringen. König, Dennis setzt ihn auch schon. Auch noch Zitadelle drückt. Da, also, guck mal, der ist fast tot. Ja, den habe ich auch gefickt. Kugeln kommen gut. Ja, oder? Versenkt die Sau, versenkt die Sau, versenkt die Sau, versenkt die Sau, versenkt die Sau. Ah, er fällt gleich stehen. Sauber. Abstauben. So muss das. Okay. So muss das. Der Verrotuka, links von mir. Aha. Die frisst auch sehr gerne Zitadellen. Zerstörer, wo bist du? Der ist links von dir, irgendwo in der Berge. Ja, aber der hat mich aufgemacht. Wie sieht unser Russe überhaupt hinten aus? Oh, der sieht auch nicht mal sehr schön aus. Oh, da ist der Zerstörer. Der ist hinten bei uns base. Denn es hilft vorne unseren Zerstörer. Ich mach die Futter. Futter. Oh, dreifach Zieter. Ja, der ist gut. Die Königsberg hat gut Zieter, die drücken. Und nochmal eine Salve. Und weg, ja. Yeah. Oh, cool. Wieder Zieter. Oh, jetzt also Torpedo. Ich wechsle auf noch andere Munition für geht. Ja? Nein. Für das geht. Kannst du dich heil reparieren? Nee. Ich kann noch dreimal. Ah, oh, da kommt jetzt die Uhr vorbei. Was? Nein. Ja, aber die hätte mich sonst früher rausgenommen. Die hätte dich sonst so früh rausgenommen. Der Zerstörer ist hops gegangen. Lol. Unserer? Ja. Ja. Oh, der Zerstörer nebelt sich aber gerade ein in der Base. Bam, oh, schöne Treffer. Nochmal, nochmal. Muss aufpassen, ich glaube, eine Salbe kann er noch. Oh, ja, jetzt gleich nicht mehr. Ja, schön, immer rauf da. Klatsch, klatsch. In der Regel. Nicht immer, ich hab aber gebremst. Ah, ich bin so ein Arschloch. Oh, oh mein Gott. Kannst du noch schießen? Jupp, hat er. Boah. So. Endlich haben wir mal einen Sieg in der Tasche. Was sagt jetzt bleibt hin. Bleibt in der Defensive, bleibt in der Base, bleibt hinten. Bis der Schlachter bei euch ist, ist die Zeit nachher vielleicht abgelaufen. Wir haben auch am Punkt mehr Punkte. Ja, richtig. Ping mal unsere Base an. Und das ist der andere auch hinten bleibt. Einfach. LOL. Kaffee? Nein, der bleibt nicht mehr hinten, der ist tot. So. Ja. Tja, dann gehe ich mal die Base einnehmen, wa? Oder mach. Ne, ich mach die Warspite und fick die einfach anal. Wer fickt wen? Ich meine, ist die Warspite schon fast tot? Wer wäre der Ficker, wer der Gefickte, wenn es zum Kontakt kommt? Sie hat mehr HP. Okay, also definitiv. Ich werde der Gefickte. Ja. Okay, das heißt, ich verziehe mich jetzt hier einfach und hoffe darauf, dass sie, lahmarschig wie sie ist, nicht mehr rechtzeitig ankommt. Ja, im Prinzip schon. Also quasi so, dass du in der Base schießen kannst. Das, oh Gott, ja. Ich bin aufgeklärt. Deine Mutter ist dein Vater. Okay, jetzt bin ich nicht mehr aufgeklärt. Holy shit, der weiß jetzt auch, wohin ich fahre. Das heißt, Kurs verändern. Genau, verändern wieder den Bergbahnen. Ja, genau. So, ich bin kurz auf Toilette auch und mach mir noch einen Kaffee. Ja, also. Jo, mach das.
frohes Geschäft. Gut, drück. So. Oh Gott, ich hab physischen Sichtkontakt. Einfach aufladen. Und mach das wieder immer auf. Oh Gott, ich wurde beschossen. Ja. Oh mein Gott. Oder ist er? Ja, der hat weniger Lebensenergie wie du. Wenn der für Freizeit fährt, dann hau rein. Der ist an der Seite total schwach. Deine Seite ist ja richtig Schwachpunkt. Meine? Getroffen? Nee, von den Wortspikes hier. Ist die schwachste Stelle die Breitseite. Das mag er gar nicht. Würde aber trotzdem nicht komplett quer stehen bei dir. Weil du kannst auch ordentlich, aber. Und dann ein bisschen spitzer machen. Ja, das kann dann bei dir nicht so schnell durchkommen. Ein paar Abpraller wieder immer durch. Wie sieht der aus? Fährt der auch noch schön quer? Mhm. Ja, sehr gut. Gut, sind die Seite rein. Ja, die Kugeln sehen schön aus. Boah, ja. Sah schön aus. Die 50 Chance ist das hier. Kannst du dich heilen? Dann heilen wir hoch. Ich kann erst in 16 Sekunden. Das ist echt ein spannendes Spiel jetzt gerade. Sehr schön heißt das so. An Punkte gewinnen wir trotzdem. Ich glaube, ich habe einen Abpraller. Ich habe beide gleich hier irgendwie. Ich bremse. Ja, der stellt sich quer. Der hat noch hier. Egal, wir haben gewonnen. Sieg! Ja! 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 Das war verkackt spannend gerade hier. Boah, richtig, alter Schwede. Puh. Wenn man das nicht schwitzen nennt, Alter. Also. Ja, ich schwitze auch. Erster, zweiter Seite, Jens erster, Dennis zweiter. Ich bin sechster. Ja. Und du hast aufgeklärt. Ja. Die Russen ein bisschen angesnackt. Bisschen Schaden macht.